Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Shadowman Remastered. Wir spielen ein bisschen weiter mit Michael Leroy, dem ultimativen Krieger des Totenreichs und auch des Lebenden Reichs. Ja, ich glaube, ich habe den Weg gefunden, den wir beim letzten Mal schon ein bisschen gesucht haben. Es ist ja nicht so ganz klar, wo es als nächstes weitergeht. Da ist das Spiel ziemlich... Ja, hält sich das Spiel doch ziemlich bedeckt, was Informationen angeht. Aber hier haben wir einen Block, einen glühenden Block, den wir jetzt dank dem Touché verschieben können. Und ich hoffe jetzt einfach mal on cam, dass uns das weiterbringt. Naja, mehr oder weniger bringt uns das weiter, aber den richtigen Weg haben wir nicht gefunden. Dunkle Seelen gehören mir. Und zu allem Überfluss bringt uns diese Seele auch keinen Stufen-Upgrade. Verdammt. Tja, ich will es zugeben, ich habe eine Weile ohne Cam, ohne Aufnahme gesucht, wo es weitergeht, damit das dann einfach in der nächsten Folge nicht so langwierig wird, und hatte jetzt hier im Raum der Prophezeiungen diesen schönen, glühenden Block gesehen. Und war der Meinung, jo, dann starten wir jetzt mal die Aufnahme, weil das natürlich mit Sicherheit der Weg ist, den wir gehen müssen. Es ist auch der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir eine dunkle Seele haben wollen. Aber der bringt uns leider nicht in der Story weiter. Jetzt müssen wir leider doch on-cam weitersuchen. Sorry dafür. Aber ich meine, ihr habt immerhin miterleben dürfen, wie ich eine dunkle Seele aufsammle. Das ist doch auch schon mal was. Jo, kann also durchaus sein, dass das eine kleine Suchfolge wird. Aber hey, Schwamm drüber. Wir werden trotzdem den einen oder anderen Progress machen, natürlich. Da gab es den Eclipseer. Da geht's zum Feuertempel, meine ich. Ja, da geht's zum Feuertempel. Dort sind wir ja auch erstmal nicht weitergekommen. Es kann natürlich sein, dass es da auch noch den einen oder anderen glühenden Block gibt. Weiß ich jetzt nicht genau. Oh, es gibt sogar noch Kado. Wir haben jetzt auch 103. Können wir damit irgendwas machen? Das können wir auch mal rausfinden jetzt. Ich gehe nochmal in den Raum der Prophezeiungen zurück. Das war der falsche Weg. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Beim Asyl. Das Asyl ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir dort weitersuchen müssen. Ich kann nie ausschließen, dass es da nicht ganz aktuell einen Weg gibt, den wir jetzt öffnen können. Aber das Asyl ist halt auch sehr groß. Und man muss das wirklich gezielt suchen. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als euch zwischendurch mit solchen Suchfolgen zu quälen. Ich werde es aber so gering wie möglich halten, natürlich. Beim Suchen kriegt man natürlich auch immer mal schöne Sachen gedroppt. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn ihr das Suchen mitschauen könnt. Es ist halt jetzt auch so ein bisschen blind, sag ich mal. Einfach weil ich es eben nicht auswendig kenne, natürlich. Und das ist ja auch gut so. Man muss ja ein Spiel für den Unterhaltungswert nicht komplett auswendig kennen. Es ist so ein Viertel blind gerade. Gut. Gehen wir mal in die Richtung des Asyls, würde ich sagen. Vielleicht einfach nochmal den Anfangsbereich. Ja, warte mal, es gab doch auch noch so ein paar Stellen. Unter anderem, also ich glaube in Station 1 gab es unter anderem auch Stellen, wo man, das ist das Reich der Lebenden, wo ist das Asyl? Da. Es gab Stellen, wo du zum Teil wegen dem Feuer nicht weiterkamst. Ja, Leute, ich weiß, wo wir hin müssen. Im Asyl sind wir richtig. Ja. Und zwar können wir jetzt, dank dem Touché, wir können uns an solchen Feuersäulen entlanghangeln. Ja, Mann. Die müssen wir nur noch finden. Ach du Scheißkerl. Die sind hier zum Teil auch. Mies.
kommt da wirklich nur gerade so durch. Also zumindest ist das jetzt eine Richtung, in die wir gehen können. Ob es wirklich der richtige Weg ist, der uns weiterbringt, storymäßig, das wird sich zeigen. Aber es gibt wenigstens ein paar Dinge, die wir jetzt mehr machen können als vorher, dank dem Touché. Und ich vermute, einer dieser Wege wird der richtige sein. Das macht auch storymäßig absolut Sinn. Da zum Beispiel, da ist so eine Feuersäule. Das war ein bisschen knapp. Bringt die uns jetzt eigentlich schon irgendwas? Probieren wir es mal aus. Ach. Ich wollte natürlich im Feuer landen, das war komplett unvorstellbar. Ja, exakt. Wie, ich bin wieder draußen. Was ist das? Für ein Käse. Ich kann natürlich auch erstmal hier lang gehen. Ja, klar, hier sind die Feuersäulen, die uns nicht weiter ließen. Ja. Hier. Genau. Geht's weiter, ihr Lieben. Tada. Ja, ich weiß nicht, ob uns das wirklich richtig weiterbringt. Dass nur der Weg zu diesen Fässern da ist. Ne, da geht's auch hoch. Sehr gut. Ich höre Gegner. Hört ihr das? Entweder hier läuft eine Maschine. Also hier läuft irgendeine Maschine. Aber vielleicht ist es ein Gegner. Mit einer Kettensäge oder sowas. Ein Schwanz Übles. Ja, hier waren wir noch nicht. Schon ganz schön fies, wenn du hier plötzlich so einen Käfig mit zwei von diesen Typen hast, zumal du deren Seelen auch nicht einsammeln kannst. Oha. Es kann sein, dass der uns tötet, weil wir nicht mehr so viel Leben haben. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Geh mal weg. Geh mal weg. Ich will dich nicht. Ja, genau. Ach man, es läuft doch auf eine Konfrontation hinaus jetzt. Oh, wie stark der ist. Und dann gibt er nur einen halben Lebenspunkt zurück. Ich pack's ja nicht. Kado. Ich weiß nicht mehr genau, wo man die eintauschen kann. Aber wir werden es wohl bald rausfinden. Ich dachte eigentlich, das geht im Raum der Prophezeiungen. Aber es kann auch sein, dass es nochmal so ein extra Loa-Verlies gibt oder eine Loa-Schatzkammer. Da geht das dann. Ich finde auch diesen Seelensaugeangriff ganz schön mächtig. Das zieht einen ganzen Lebenspunkt ab. Sieht gut aus, Freunde. Ja.
Hallo. Hallo. Gehen wir erstmal hier lang, jetzt wo wir schon mal hier reingerannt sind. Boah, die platzen ja wirklich auseinander. Guck mal. Patz. Boah. Ob das auf dem N64 auch so brutal war? Oh, fuck. Sorry. Verbrenner. Bringt uns nur nix, oder? Doch, man kann da hochklettern. Ja. Dunkle Seelen gehören mir. Immer noch nur Stufe 3. Gibt's da drüben was? Ich weiß es nicht. Es sieht ein bisschen so aus, ne? Ja, da geht's sogar lang. Vielleicht ein Secret? Okay, Aufwand muss belohnt werden. Da ist das Spiel sehr nett. Ich feiere einfach diese teilweise sehr hohe Präzision dieser Steuerung. Die Kamera ist nicht so super präzise und auch dieses Strafen. Aber irgendwie ist die einfach perfekt restauriert. Ich könnte es mir kaum besser vorstellen. Boah, ich bin mal gespannt, wann wir dieses Wunschpreizobjekt bekommen. Weil das ist ja dann wirklich der Schlüssel. Noch eine Seele. Oh, Scharfschütze. Das ist ja dann wirklich der Schlüssel, der uns in der Story weiterbringt. Oh die ja. Macht der dunklen Seelen. Ich gebe mich ihr hin. Schatten Level 4, endlich. Jetzt kommen wir auf jeden Fall weiter. Und zwar spätestens, wenn wir eins dieser neuen Tore finden, die eine Stufe 4 haben. Davon gab es mindestens eins. Schade, ich hatte gehofft, dass es hier ein Apparat für den Schlüssel gibt. Gibt es leider nicht. Also wir kommen jetzt auch wirklich nur dank der neuen Schattenstufe weiter. So. Es haben wirklich noch zwei Seelen gefehlt, dass wir dahin kamen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wie viele fehlen für Stufe 5. Es müssen natürlich wieder mehr sein als an Stufe 3 auf 4. Aber wie sich das skaliert, weiß ich nicht. Tja, nächstes Rätsel ist dann Stufe 4 Tor finden. Es irritiert mich ein bisschen, dass hier so still ist. Kommen wir da irgendwie noch hoch? Nö, ne? Okay. Ich will jetzt nochmal die Randbezirke abklappern vom Asyleingang. Beziehungsweise wir könnten. Also ich kann mir vorstellen, dass es diesen Leichenspreizer. Wir machen es ganz einfach. Diesen Leichenspreizer, dass es den auch im Asyl gibt. Gibt es solche Tore im Asyl? Weiß nicht.
Okay. Nett. Das ist ja nett. Das ist neu, oder? Wow. Ah, wir haben es aber gut hingekriegt. Gibt es vielleicht auch im Asyl neue Gegner? Wir gehen jetzt mal zum Bahnsteig. Das war flawless. Irgendwo hier oben ist noch eine Seele. Da oben kommen wir noch nicht hin. Es gibt ja immer noch so ein paar verschlossene automatische Türen, für die wir ein Schloss des Schlüssels brauchen, des Ingenieursschlüssels. Hi. Das sind auch mehr Guards, ne? Ah. Es sind mehr geworden. Hier waren vorher nur drei. Jetzt sind hier plötzlich vier unterwegs. Vielleicht ist hier unten noch ein Feuerrätsel. Zumindest keins, das wir lösen können. Hier drin. Ich gucke immer mal wieder in alle alten Ecken rein. Einfach weil ich eh nicht sicher bin, wo wir lang müssen. Oh, er lebt noch. Das Coole an Stufe 4 ist halt auch, wir können jetzt viel mehr Asson-Munition benutzen. Oh, du lebst ja auch noch. Sollen das? Oder war der neu? Es sind generell viel mehr Gegner unterwegs. Kann sein, dass sich das mit unserer Seelenschattenstufe auch skaliert. Die Menge an Feinden, die hier rumrennt. Das hier würde ich gerne aufmachen. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Das war der Nebeneingang. Genau. Den Typ da drin lassen wir jetzt mal rumkrakeelen. So. Hier kommen wir einfach nicht hoch, ne? Es ist ein Tick zu hoch. Ja. Schade. Schade, schade. Dieses Türchen hier. Wenn wir das irgendwann mal aufbekommen würden, das wäre halt einfach großartig. Ich denke immer, ich habe hier vielleicht noch einen kleinen Durchgang übersehen. Ah. Krass. Ist aber nicht so. Wir haben hier alles abgeklappert. Es gibt auch keine Lüftungsschächte, die wir übersehen haben. Also diese Lüftungsschächte hier kennen wir. Thank you.
Gab's den Ingenieursschlüssel? Den wir natürlich hier schon ausreichend eingesetzt haben. Die Schlösser sind aktiv, das sieht man an dem Lämpchen. Ja, und dann sind wir eigentlich fertig hier. Dann fahren wir jetzt doch mal auf die 2. Ich meine wirklich, dass wir in der 1 komplett fertig sind. Gab es in der 3 irgendwelche Feuerrätsel? I'm not sure. Wenn wir Flambeau haben, können wir durch diese Feuertücher... Diese Geräusche. Ich glaube, in der 2 waren wir noch relativ selten, ne? Es kann sein, dass wir hier tatsächlich noch viele coole Geheimnisse aufdecken werden. Ja, durch diese Laken, die so ein Flammensymbol haben. Da kommen wir durch, wenn wir Flambeau haben. Flambeau ist eine Schattenwaffe, also eine Voodoo-Waffe. Die kriegen wir nur hinter so einer verschlossenen Schattentür. Bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo noch... Sind wir da schon durchgelaufen? Da, wo die Blutspur durchführt. Weiß ich gerade nicht. Ich hab's. Michael hat's. Michael regelt. Eine verschlossene Tür. Ich denke immer, diese roten Teile wären vielleicht Knopf. Ist leider auch nicht so. Nee, nee. Das müssen wir anders machen. Finde ich auch cool, dass die Sekundärwaffenmunition nicht verschwindet. Ich glaube, generell verschwinden einfach nur die Seelen, wenn man sie zu lange liegen lässt. Ja, wir müssen hier leider noch mal ein bisschen backtracken. Ich nicht sicher sein kann, dass es hier nicht irgendwo einen dieser Feuerblöcke gibt, die wir jetzt bewegen können. Boah. Das ist neu, oder? Guck mal. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Gerade weil da auch dieser Kado gestanden hat. Ja, das ist neu, Leute. Wir haben ein neues Areal entdeckt. Glaube ich.
stark. Das könnte unser Weg sein. Gibt's lauter neue Sachen. Jetzt bin ich aber gehuckt. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Ja. Also, wie immer spricht mir Michael vollständig aus der Seele. Aus der dunklen Seele. Also hier sind wir jetzt an was ganz Heißem dran. Auf jeden Fall. Hier sind verschiedene Zellen, die gucken wir uns gleich an. Die können wir wahrscheinlich öffnen mit dem Schlüssel. Ja, und da sind verschiedene Dudes drin, man hört sie schon. Wir können natürlich auch erstmal den Weg gehen, der nicht versperrt ist. Ja, Michael ist auch die ganze Zeit am Rätseln, wo es denn jetzt endlich mal weitergeht. Er will ja auch, dass das Let's Play mal ein bisschen Fortschritt macht. Sonst wird ihm langweilig. Einem Shadowman wird schnell langweilig, wenn man ihn unterfordert. Er ist halt eine Naturgewalt. Ja, man hört hier irgendwas. Ah, ja, ja. Aha. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Schlüssel benutzen. Was ist das? Oh! Cool! Upsa! Ist ja cool. Naja, also cool nicht, aber cool, dass es hier dieses versteckte Bassin mit dem Blut gibt. Ist schon irgendwie cool. Auch wenn es uns nicht weitergebracht hat und wir Schaden genommen haben. Michael kann nicht nach oben, weil er die Hände voll hat. Genau. Aber besser, als wenn er die Hose voll hat. So. Ja. Ja. Hi. Hi. Ich hab's. Wir klappern erstmal alles ab, wo wir ohne den Schlüssel hinkommen. Dann setzen wir den Schlüssel ein und gehen einfach alle Wege nochmal ab. Das macht Sinn. So. Zack. Aufmachen. Oh. Komm schon. Du kannst dich doch auch mit deinen Zähnen dran hochziehen, Michael. Du brauchst doch deine Hände nicht dafür. Du bist doch der Shadowman. Aua. Meine Abkürzung freigeschaltet. Dieses Türchen hier oben, das war beim letzten Mal noch verschlossen, hat sich nicht bewegt. Jetzt geht's endlich weiter. Okay. Ach du Scheiße. Boah. Ich hab's. Alles klar. Das war einer von der harten Sorte. Das haben wir aber gut hingekriegt. Merkt schon, die Gangart des Spiels wird langsam ein bisschen härter. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen. Ich musste leider noch mal kurz vielleicht auch altbekannte Wege ablaufen. Ja, Schlüssel, genau. Wir benutzen jetzt den Schlüssel. Jetzt gehen die Zellen auf und jede Menge Gegner kommen raus. Könnte ich mir jetzt schon vorstellen. Ja, natürlich. Ach ne, die gehen gar nicht auf. Warum? Ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass die aufgehen und eine Armee aus Gegnern über uns ergießt.
Aber ist nicht so. Na schön. Ich hätte es mit allen aufgenommen, die da gekommen wären, aber gut. Das ist doch jetzt nur wieder ein Rückweg, den wir aufgemacht haben. Ja. Hier waren wir noch nicht. Ich hab's. Super. Super, Michael. Du hast es alles fest im Griff. Ja. Ich hab's. Wie ein Labyrinth hier. Ja. Okay, jetzt sind wir wieder hier, wo wir den Schlüssel eingesetzt haben. Ich hab's. Das ist schön, Michael. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass ich dich hab, mein Freund. Ach, hier, guck mal. Zack. Ah. Ja. Okay. Unfair. Dafür brennst du. So. Okay, kleine Kletterpartie. Schlüssel ist hier einsetzbar. Das könnte der Hauptschalter sein für die Tore. Sieht auf jeden Fall sehr wichtig aus. Ah ja. Das hat die Tür in einen kleinen Schaltraum geöffnet. Das war gut. Kommst du runter? Er kommt nicht runter. Hi. Ich habe immer furchtbar schlecht daneben geschossen. Noch ein Schlüsselschloss. Ah, okay. Die Symbole. Ja. Sind unterschiedlich. Das habe ich eben gerade erst gecheckt. Ich hoffe, dass das Öffnen mancher Türen nicht das Schließen anderer Türen bedeutet. Aber es sieht ganz so aus, als hätten wir jetzt... Ja. Boah. Okay. Kann man nur so ein schlechter Schütze sein? Wir sind ganz nah dran, Leute. Guck mal. Ich wette, hier gibt es irgendwo dieses Werkzeug. Dieses OP-Werkzeug. Alter Schwede. Auch wenn die Grafik scheiße ist, ist es absolut widerlich und abstoßend und furchtbar. Weg hier. Okay. Aber noch mehr solche OP-Säle und wir finden das Werkzeug, das wir brauchen. Ganz sicher. Hi. Das war doch mal gut. Keinen einzigen Schuss daneben gesetzt. Hallo. Ja, moin. Okay, letzte Tür. Achso, die ist schon auf. Gibt's ja gar nichts. Das ist einigermaßen enttäuschend. Nee. Nee, so geht's nicht weiter.
Okay. Wir sind da auf jeden Fall etwas auf der Spur, aber wir haben noch nicht das letzte Puzzleteil. Diese drei Türen sind offen. Aber es gab natürlich noch mehr solcher Türen. Das hier war ein Shortcut zum anderen Teil des Gebäudes. Gab es hier auch solche Türen? Es gab hier auf jeden Fall noch mehr solcher Türen. Da sind wir hergekommen. Da gab es nur ein bisschen Schnickschnack zu finden. Okay. Die Orientierung hier ist leider nicht so einfach. Mal gucken, wie oft ich noch in die Ecke laufe, um zu gucken, ob hier noch solche Türen sind. Ich sage relativ oft. Okay. Hier geht's weiter. Ich hab's. Das sieht gut aus. Oh, eine Seele. Ah, wisst ihr, was das für Viecher sind? Das sind diese dunklen Kriegerkreaturen, die das ist die Armee der Verdammten. Genau, danke, Marty. Der verfluchten Gefäße der dunklen Seelen. Ich muss sie irgendwie daran hindern, auf die andere Seite des Schleiers in die Welt der Lebenden zu gelangen. Ja, weil die werden auf jeden Fall Armageddon verursachen in der Welt der Lebenden. Die dunklen Seelen gehören mir. Das steht schon mal fest. Die sind ja 3 Meter groß oder so. Die werden alles vernichten, was es gibt. Guck mal, ein richtiger Riese ist das. Gefährlich. Ich glaube, wir müssen auch irgendwann gegen sowas kämpfen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Kleine Tür. Das ist ein Aufzug. Den nehmen wir gleich. Erstmal hier oben alles abchecken. Das ist noch zu. Alles klar. Wir nehmen den Aufzug jetzt. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Hier sind wir auch schon mal gewesen. Könnt ihr euch noch erinnern? Zumindest sah der Raum so ähnlich aus, den ich meine. Boah. Das ist eine Abkürzung. Da komme ich wahrscheinlich nicht dran oben. Doch, theoretisch schon. Ja. Könnte ein Secret sein. Weil es nicht so leicht zu erreichen. Warum geht die nicht auf? Mano. Normalerweise kann Michael doch immer alle Abdeckungen aufschießen. Okay. Die geht auch nicht auf. Das ist aber echt ungewöhnlich. Wo sind wir denn hier? Das sieht ein bisschen aus wie der Anfang. Wir sind am Anfang, Leute. Okay. Das ist neu. Oh. Okay. Aha. Ich entdecke gerade viele coole neue Dinge hier. Ja. Ja, wir gehen gleich mal da tauchen, aber ich will hier erst nochmal kurz nachschauen. Ne, den Weg kennen wir. Da sind wir schon viel rumgehüpft hier.
Dann gehen wir das Neue jetzt mal untersuchen. Dass Michael unendlich Luft hat. Aber es kann sein, dass wir auch jetzt einfach nur eine Abkürzung freigeschaltet haben. Kann Michael eigentlich Asson unter Wasser einsetzen? Offensichtlich, ja. N64-Nebel, Leute. Geil. Was habe ich ihn vermisst? Guck mal. Das ist ja mal stark. Retro, Leute. Ja, bei der Grafikpower braucht man natürlich ein bisschen Kaschierungsnebel, dass die Engine da nicht durchknallt. Ist ja ganz klar. Okay, oben gibt's nix. Wo kommen wir jetzt hin? Wann kriegen wir das Operationswerkzeug? Zwei neue Wege und einer nach oben. Oh. Wir sind jetzt tief drin im Asyl. Ja, ich schaue erstmal hier unten nach. Ich glaube, hier schwimmen wieder so Rochen rum. Das ist aber auch echt ein großes Hai. Ein großes Hai ist das hier. Das sind verschiedene Bassins und die sind verbunden über diese Rohrleitungen. Wir gucken erstmal, wie weit wir hier oben kommen. Okay, wir können nicht über die Zacken drüber. Ja. Okay. Die Schwimmkamera ist auch allererste Sahne. Nochmal auftauchen. Kann ich jetzt hier schon irgendwo an Land? Nö. Oh. So. Sieht auch aus, wenn man sich das so anguckt, wie Michael rumspackt beim Schwimmen, als ob ich der erste Mensch wäre, der das Videospiel hier spielt. Aber es ist tatsächlich manchmal ein bisschen frickelig. Schwimmen wir erstmal hier rein. Das ist quasi eine Station neben dem Startbassin. Da ist eine Rohrleitung, da können wir wahrscheinlich reinschwimmen. Da ist zu. Und schwimmen wir mal in die Rohrleitung rein. Ja. Nee, geht nicht. Sah es so aus. Okay. Ich lieb's. Oh. Wow, okay. Tot. Tot. Wow! Krass! Verdammte! Ja. Uiuiui! Und warum sind wir jetzt hier gespawnt? Hm. Gott, wie unbefriedigend. Wir sind ganz schön weit weg. Kommen wir denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Weg dahin finden. Du Scheiße. Das ist ja ein schlechter Rücksetzpunkt. Ne? Also, das ist ja... Hä? Okay, Leute. Die Folge ist eh lang genug. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall wieder an diesem Bassin. Da geht's dann weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Gefallen an diesem Video findet, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und schaut bei der nächsten Folge wieder rein, wenn es wieder heißt Shadowman, planlos im Reich der Toten. Bis dann. Ciao.